Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und wir sind jetzt endlich Spectre. Vertrieben die geht mein Volk ins Exil. Wir baten den Rat, diese Androiden auszulöschen, aber er ignorierte unsere Bitten. Vielleicht wären wir jetzt nicht hier, wenn sie auf uns gehört hätten. Vielleicht aber doch. Man kann es nie wissen. Ja, ich bin immer noch auf der Suche eigentlich nach Gareth. Was? Ja. Ich brauche immer noch Gareth. Wir haben versucht, organische Umgebungen für unsere Flottille zu gestalten. Aber wir haben einfach nicht genug Platz für etwas so Großes. Wo kann ich denn hin? Nee. Hier kann ich nur richtig direkt reisen. Ich dachte gerade schon, wer ist das? Das ist nur der Typ. Nein. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Nein, hier auch nicht. Hier kann ich auch nirgends mehr hin, ne? Ratskanal, ja, ist alles relativ linear hier. Gehen wir noch mal ins Präsidium. Gewinnen der Botschaft Bezirkszugang. Finanzdistrikt Gemärche der Konsorten. Weiß ich nicht, ob das das Beste ist. War ich da schon mal? Ist die Frage. Ich glaube, ich war hier schon mal. Ja, ich war hier schon mal. Da. Was? Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 3. Hier im Finanzdistrikt gibt es verschiedenste Geschäfte und Dienstleister für exklusive Kundschaft. Diese Statue vor Ihnen ist den kroganischen Soldaten gewidmet, die den Zitadellsektor während der Rachni-Kriege mit ihrem Leben verteidigt haben. Nach den kroganischen Rebellionen beantragten zahlreiche Botschaften die Entfernung der Statuen. Aber diese Anträge wurden allesamt vom Rat abgelehnt. Kroganische Rebellion. Erzählen Sie mir mehr über die kroganischen Rebellionen. Aus Anerkennung um ihre Verdienste in den Rachni-Kriegen wurden den Kroganern vom Rat einige neue Kolonien übergeben. Im Laufe der folgenden 400 Jahre expandierte das Volk der Kroganer. Dank ihrer extrem hohen Geburtsrate nahm ihre Bevölkerung außerordentlich stark zu. Aufgrund dieser kritischen Überbevölkerung begannen die Kroganer mit der feindlichen Kolonialisierung von benachbarten Welten der Ratsvölker. Das war der Anfang der kroganischen Rebellionen. Es dauerte ein ganzes Jahrhundert, bis der Rat und seine Mitglieder die Kroganer wieder unter Kontrolle bringen konnten. Erst durch das Eingreifen des neu entdeckten Turianischen Reiches konnte der Sieg gesichert werden. Ein Teufelskreuz also. Erst mussten die Kroganer die Rachni aufhalten, dann mussten die Turianer die Kroganer aufhalten. Und wer wird jetzt die Turianer aufhalten? Tut mir sehr leid. Diese Frage überfordert meine Programmparameter. Das Turianische Volk ist Mitglied des Zitadellrats. Sie stellen keine Bedrohung für den galaktischen Frieden dar. Hoffen wir mal. Und die Statue. Warum war es dem Rat so wichtig, die Statue zu erhalten? Die Kroganer haben entscheidend dazu beigetragen, die Galaxie vor den Rachni zu verteidigen. Der Rat ist der Meinung, dass diese geschichtliche Tatsache nicht vergessen werden darf. Zudem hatte der Rat gehofft, dass durch den Erhalt der Statue die diplomatischen Beziehungen zu den Kroganern verbessert würden und die Rebellion friedlich beigelegt werden könnte. Leider waren die Kroganer zu keinen Verhandlungen bereit. Erst nach der Vernichtung ihrer Heimatwelten und großer Teile der Bevölkerung durch die Turianer gaben sie auf. Also selbst schuld. Dann haben Sie wohl bekommen, wonach Sie gefragt haben. Tut mir leid. Für eine solche Beurteilung ist meine Programmierung nicht ausgelegt. Rachni-Kriege. Was waren die Rachni-Kriege? Vor circa 2200 Jahren wollten Weltraumfahrer den Zitadellsektor erweitern und öffneten die Massenportale zum Sternensystem der Rachni. Die Rachni waren ein hochintelligentes und aggressives Insektoidenvolk. Sie begannen einen Krieg zur Eroberung der gesamten Galaxie, der fast 300 Jahre dauerte. Mit dem Eingreifen der Kroganer wendete sich das Kriegsglück zugunsten der Zitadellvölker. Die Kroganer verfügten über ausreichend Truppen, um den Vorstoß der Rachni aufzuhalten und sie zurückzuschlagen.
Die Kroganer verfolgten schließlich die fliehenden Flotten. Die Kroganer konnten auch in der lebensfeindlichen Umgebung der Rachni-Welten überleben und löschten die Feinde vollständig aus. Also ziemlich extrem. War es wirklich notwendig, sie vollständig auszulöschen? Tut mir leid. Für eine solche Beurteilung ist meine Programmierung nicht ausgelegt. Ja. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich mir auch. Scannen. Hier geht's noch weiter. Ach so. Was haben wir hier? Aus jetzt der schönen Brücke? Gar nichts. Oh. Wow. Das ist ja ein Traum. Ist ein Träumchen. Also wie wenn ihr mir ein Däumchen gibt. Wen haben wir denn da? Ist das Garrus? Ist das zumindest ist Helena Blake? Helena Blake, aha. Hey, Spectre. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja. Hallo, Spectre. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Woher kennen Sie mich? Woher wissen Sie, dass ich ein Spectre bin? So etwas spricht sich herum. Zumindest in bestimmten Kreisen. Ich kenne zwei sehr mächtige Gangsterbosse. Sie verstecken sich auf entlegenen Planeten und ich habe die Koordinaten. Sie könnten der Galaxie einen Gefallen tun. Verteidigung? Welche Verteidigungsmaßnahmen stehen den beiden zur Verfügung? Ich habe keine Ahnung, aber sie sind ganz sicher bewaffnet. Sie haben sich zerstritten. Beide glauben, der andere wolle ihn töten. Deswegen werden sie gut vorbereitet sein. Ich könnte sie festnehmen. Sie gehören selbst zu diesen Leuten. Warum sollte ich also nicht sie verhaften? Verhaften? Für was? Wir unterhalten uns doch nur. Ich habe hervorragende Anwälte. Mich zu verhaften wäre reine Zeitverschwendung. Na gut. Vorteile? Und welche Vorteile haben Sie von dieser Sache? Mir gehören einige Anteile an einigen gemeinsamen Projekten mit Ihnen. Aber Ihre Geschäftspraktiken zwingen mich dazu, unsere Beziehungen zu beenden. Wenn Sie tot sind, werde ich das Geschäft auf seriösere Weise weiterführen. Verbrechen? Was für Verbrechen haben diese Männer begangen? Sie sollen mit rotem Sand, einer absolut abhängig machenden Droge, handeln. Wer sie nicht mehr bezahlen kann, den verkaufen sie als Sklaven an die Batarianer. Sie sind skrupellos und lassen unschuldige Leute leiden. Man muss sie zur Strecke bringen. Ich tu's. Wenn sie so übel sind, wie Sie behaupten, muss man sie ausschalten. Ausgezeichnet. Hier sind die Koordinaten. Ich werde am dritten Koordinatenpunkt auf Sie warten, wenn die Männer tot sind. Auf Wiedersehen, Commander. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben. Nett. Abtrünnig? Warum abtrünnig? Weil ich sie festnehmen lassen wollte. Ach, der Emporium-Ladenbesitzer, stimmt. Dieser ist erfreut. Ah, ein Keeper. Hallo. Könnte ich bei diesem etwas einkaufen? Wieder einmal herzlich willkommen, Commander. Wünschen Sie, dass dieser Ihnen ein paar fantastische Waren präsentiert? Ja. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Upgrades anzeigen. Was gibt's denn da so? Wie viel habe ich denn? 2500 Granaten, Waffen. Reduziert den Rückstoß und verbessert durch die Präzision. Speziell kalibrierte Visiere können die Waffenpräzision erhöhen. Sprengsatz. Ja, ich nutze nicht so viele Granaten, ist das Problem. Wieder einmal herzlich willkommen, Commander. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waffen. Oh, es ist diese große Ehre. Mensch. Ach, ich habe nichts im Menschen. Natürlich. Kostet eher alles zu viel. Ich will immer nur das Beste, nicht so Halbsachen. Liegt jetzt vielleicht ein bisschen über, aber lohnt sich nicht, weil ich dann wieder neu kaufen musste. Verstehst du, was das Problem ist? Balafon. Seien Sie gegrüßt.
Wenn ich mich nicht täusche, ist ein Glückwunsch angebracht. Nicht wahr, Commander? Ich hörte, Sie sind der erste Mensch, der bei den Spectres aufgenommen wird. Richtig? Danke. Es ist eine große Ehre. Aber Sie sind mehr als bereit dafür. Dennoch ist ein Wort der Warnung angebracht. Sie werden beobachtet, Commander. Viele sind Ihnen nicht wohlgesonnen. Ich dagegen wünsche Ihnen nur Glück und Erfolg. Wenn Sie gute Arbeit leisten, steigen die Chancen des Erdenclans auf eine Mitgliedschaft im Rat. Und wenn Ihr Volk beitritt, könnte es doch sein, dass es auch Hoffnung für mein Volk gibt, nicht wahr? Jo. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Danke, danke. Also kann mir hier kein verschissener Mensch sein. Also. Keine verschissene Spezies sagen, wo Garrus ist? So groß ist das Ding noch nicht. Also. Jetzt sei ganz ehrlich. Ich laufe hier durch in dem Kreis, ich bin wieder beim Citadel-Turm. Er ist doch nicht zu fassen hier. Bitte stören Sie die Keeper. Ja. Hab ich nicht vor. War ich hier schon mal? War ich hier schon mal? Ach, das ist ja der Transrapid. Zu den Bezirken. Aha. Fahrstuhl. Oh nein. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Ah. Schön. Schön, 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 da geht's nicht durch, da kann ich mit niemandem reden. Wie ist denn deine Stelle an der Akademie? Die ist in Ordnung. Es gibt einiges zu tun. Kaum zu glauben, wie viele Leute aus den Bezirken hier rein wollen. Ja, das ist die arbeitsreichste Station auf der Zitadelle. Aber es wird nie langweilig. Das glaube ich. Aber ein paar mehr Männer könnten nicht schaden. Darum bist du ja hier. Kein Problem. Aber es gibt immer noch mehr Beschwerden, als die Officer abarbeiten können. Tja, so ist eben das Leben in der Nähe der Bezirke. Man gewöhnt sich daran. Scheint so, scheint so. Ist also wohl der Luxusort, der pure Luxusort. Was ist dieser Fasche für den 19 Bezirke? Kurs Netflix, merkste Krankenstation. Ja. Was haben wir hier? Außer eine Reparaturstation. Nix. Ist ja ein Traum. Da können wir nicht lang, aber wir können hier hin. Wie können Sie gegen Ihr eigenes Volk kämpfen, Rex? Es gibt doch nicht mehr viele von Ihnen. Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Stefan, ich genieße das immer. Jedes Mal zelebriere ich das richtig. Ah, sieht ja richtig freundlich aus. Mega Hammer. Schön. Hoppa. Ach Gott, das sind so viele Räume. Kors Nest, und wo geht's da hin?
zu den unteren Märkten. Ach so. Morlan. Hallo. Willkommen in Morlans berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Klar. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Standardobjekte. Aha, Medical Upgrade. Das ist schon die maximale Anzahl von Medical Einheiten, aber das ist günstig. Das nächste braucht 3000, okay. Ja, mehr habe ich nicht mehr. Die Leute beschweren sich immer, dass die Bezirke zu voll seien. Aber ich habe nie ein Problem. Alle lassen mir immer genug Platz. Ja, wann das so liegt. Gibt es ja jetzt nicht so viel. Dann halt so gerossen ist. Ist auch super schön. Mega schön. Da will ich unbedingt feiern gehen. Was? Entspannen. Nach vorne lehnen. Gehen. Weißt du, das hat mir jetzt auch nichts gebracht. Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. Danke, Gast. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Danke. Nicht jetzt. Ich sehe mir die Show an. General Septimus. Verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Haken. Verschwinden Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Oder besoffen oder im Sexrausch. Was haben wir denn hier? Nix. Hier ist nur der reine Raum, wo wir den Typen mal umgebracht haben, ne? Ja. Nix Besonderes. Ja, zumindest wissen wir, dass der man noch nicht in den unteren Märkten ist. Ja, wo kann sich der denn aufhalten, bitteschön? Wenn er nicht in den Märkten ist. Ich gehe jetzt nochmal zur C-Sicherheit. Weil, was ist eigentlich der grüne Punkt? Händler. Emily Wong. Da könnten wir noch hin. Medizinische Klinik. Ja, wir müssen hier eh einmal durch. Und daher ist das nicht das Problem. Mal durch, bitte. Diese Tür nimmer. Mach dir nichts vor. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Oh. Woher willst du das wissen? Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen, die sich die Ascension ansehen durften. Wirklich? Die Tour ging über 6 Stunden und wir haben nur ein Zehntel des Schiffes gesehen. Ich habe sogar den Commander getroffen. Die Matriarchin Lidania? Du hast sie getroffen? Sie hat die ganze Tourgruppe begrüßt. Aber ich stand ziemlich nah an ihr dran. Mann, schau dir dieses Schiff an. Man muss schon bescheuert sein, sich damit anzulegen. Stimmt. Die Ascension hat fast so viel Feuerkraft wie die ganze Asari-Flotte zusammen. Hoffentlich muss sie sie nie einsetzen. Ja, und ich würde sagen, damit machen wir einen Cut. Naja, das muss es sein. Und bis dahin.